B3.4. Zeigen Sie doch Rechnung, dass für die Länge der Strecken ANC in Abhängigkeit von x gilt, die Länge von ANC in Abhängigkeit von x ist minus 0,25x² plus 1,8x plus 4 Längeneinheiten. Okay, die funktionale Abhängigkeit ist eigentlich immer gar nicht so schwer, wie sie aussieht. Wir brauchen die Strecke ANCN. Hier habe ich jetzt noch die Skizze bzw. die Zeichnung mit dabei, weil es am Anfang erstmal interessant ist, wie liegt die Strecke AC überhaupt drin. Als Beispiel verwenden wir A1C1 bzw. A2C2 und dann sehen wir hier zum Beispiel, so liegt die drin, nämlich parallel zur Y-Achse. Das ist ganz wichtig, wenn die parallel liegt, geht es nämlich ziemlich einfach. Sieht auch, ist ein Punktwert, also besonders schwierig darf es nicht sein. So, es gilt, liegt eine Strecke parallel zur Y-Achse, rechnen wir die Länge der Strecke so aus, dass wir sagen, Y-Koordinate vom oberen Punkt minus Y-Koordinate vom unteren Punkt. Und schon habe ich die Länge dieser Strecke. Jetzt nur ganz wichtig, hier heißt es in Abhängigkeit von x. Und auch hier sieht man es recht deutlich von AN und CN. Wir dürfen also weder A1C1 nehmen noch A2C2, sondern wir brauchen AN und CN. Dieses AN und CN finden wir in den vorherigen Aufgaben. Ja, unter 3.2, da stehen diese Dinger drin. Hier haben wir den AN und hier haben wir den CN. Davon brauchen wir die Y-Koordinaten. Ich schreibe jetzt hier die Punkte nochmal hin, damit ich die besser sichtbar habe. AN war also x und 1 Fünftel x minus 1, der liegt ja auf der Geraden. Und CN war x und minus 0,25x² plus 2x plus 3. So, das waren die Koordinaten. Und jetzt, wie gesagt, es gilt, y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinaten unteren Punkt, wenn sie parallel zur y-Achse liegen. Die Länge von ANCN ist also y-Koordinate vom oberen Punkt, das ist der Punkt CN, minus y-Koordinate vom unteren Punkt, das ist der Punkt AN. Setzen wir ein CN, y von CN, das steht hier, minus 0,25x² plus 2x plus 3. So, minus. Und jetzt kommt der andere Punkt, der Punkt A, der steht hier. Und jetzt Achtung, wir brauchen eine Klammer, weil sonst das Minus nur auf das 1 Fünftel gehen würde. 1 Fünftel x minus 1. So, das war schon das gesamte Hexenwerk. Das muss man jetzt noch vereinfachen. Man kann sich vielleicht schon denken, was rauskommt. 0,25x² plus 2x plus 3. Jetzt löse ich erstmal die Minusklammer auf und 1 Fünftel schreibe ich jetzt als Kommazahl. Plus ein, also wir haben hier eine Minusklammer. Minusklammer bedeutet, wir drehen alle Vorzeichen in der Klammer um. Ja, dieses Minus entfällt, die Klammer entfällt und die Vorzeichen in der Klammer werden umgedreht. Also wird aus plus 1 Fünftel minus 1 Fünftel, 1 Fünftel ist 0,2, also minus 0,2x und aus minus 1 wird plus 1. So, und wenn ich das jetzt noch zusammenzähle, minus 0,25x², dann habe ich hier einen Term mit x, hier habe ich einen Term mit x, plus 2x minus 0,2x sind plus 1,8x. Und dann habe ich hier noch eine Zahl ohne Variable und hier habe ich noch eine Zahl ohne Variable. 3 plus 1 sind 4. So viele Längeneinheiten haben wir und jetzt kann man es im Prinzip nochmal vergleichen. Minus 0,25x² plus 1,8x plus 4 haben wir genau das ausgerechnet.